Promi-Geflüster, heute wieder mit einer neuen Folge. Wir hatten ein kleines bisschen pausiert, aber das ist halb so schlimm. Jetzt sind wir wieder da und ich habe heute mal wieder einen Fernsehmoderator im Gespräch. Und da kann man schon wieder die Frage stellen, was macht eigentlich oder was wurde aus? Ihr erinnert euch bestimmt noch so in den 80ern, da ging es los. Das Privatfernsehen lernte sozusagen laufen, also das Kabelfernsehen, RTL, Sat.1, das waren so die großen Sender, die da dazu kamen. Und es gab natürlich auch dann gewisse Spielshows. Und eins, das war auf Sat.1 zu sehen, das Glücksrad. Und einen Moderator daraus, den habe ich heute bei mir. Und zwar Frederik Meissner. Halli, hallo, grüße dich. Ja, ich grüße dich auch, Frank. Danke für die Einladung. Du hast es ja schon angekündigt, Privatfernsehzeit. Ich hatte 1984 damals begonnen. Am 01.01.1984 hatte ich die erste Sendung aufgeblättert und das war ein Magazin, Magazinsendung, Interviews, Vorstellung neuester Spielfilme etc. mit Gästen. Ja, und dann war ich auch noch zeitgleich damals bei Tele5, da hatte ich die Musicbox moderiert und eine Kinosendung namens Cinema. Ja, und dann bekam ich ein Angebot, da hieß es gibt in Amerika eine sehr erfolgreiche Gameshow namens Wheel of Fortune. Ja, konnte sich keiner großartig etwas darunter vorstellen, funktioniert das auch bei uns in Deutschland und so weiter. Ja, ich unterzog mich einem damaligen Casting und wurde unter 80 Jungs zusammen mit dem Peter damals ausgewählt. Und unsere Glücksfee war ja die Maren Gilzer. Und am 7. November 1988 begann ich mit der ersten Woche. Und ja, das zog sich dann doch hin bis 1998 bei Sat.1, knapp 10 Jahre. Und dann der damalige Geschäftsführer, sprich Fred Kogel, wollte einfach dieses Format nicht mehr. Und es ging nahtlos über zu Kabel 1. Und da moderierte ich zusammen mit Sonja Kraus, die ich damals ausgewählt hatte, als Glücksfee bis 2001. Ja, insgesamt 14 Jahre habe ich diese Sendung moderiert. Ja, und jetzt sind sozusagen auch schon wieder 20 Jahre im Land, wo vergangen sind und in den Tausendern, 2000ern sozusagen, ja, da ist doch auch viel passiert. Wir sind uns auch ein paar Mal begegnet, das war auch noch zu Glücksrad-Zeiten, da waren wir sogar auf Tournee. Da gab es eine Langnese-Badetour und da war ich auch unter anderem in Konstanz und da sind wir beide uns begegnet. Aber ich habe ja zu Sat.1-Zeiten nicht nur das Glücksrad moderiert. Es gab auch noch eine sehr schöne Sendung namens Traumreisen. Da war ich an den schönsten Schauplätzen Europas unterwegs und wir sind die Destinations jeweils angeflogen und unser aktuelles Audi-Modell wurde schon vorgefahren und mit dem neuesten Audi-Modell sind wir dann die Normandie abgefahren, in der Toskana, auf Mallorca, Salzkammergut und so weiter und so weiter. Da gab es 36 Folgen davon. Und zu diesen 36 Folgen hatte ich die Einführungsseiten eines Reiseführers geschrieben. Und dann hatte ich noch die Goldene Schlagerparade, dann die volkstümliche Schlagerparade und so weiter. Das waren meine Jahre bei Sat.1 seit 1984 bis 1998. Ja, und im Jahr 2003 war ich auch bei Goldstar TV bis einschließlich 2018. Waren auch sehr schöne Sendungen dabei. Ich hatte das Glück, dass es nicht im Studio stattfand. Ich war wiederum auch an den schönsten Schauplätzen unterwegs. Beispielsweise beim Stanglwirt, wir waren in Rhodos, wir waren in Jerusalem. Also war eine schöne Zeit, die 18 Jahre bei. Das klingt auch ganz sehr spannend, ja? Ganz genau, richtig. Aber jetzt mal ganz kurz nochmal aufs Glücksrad zurückzukommen. Ich meine, ich habe jetzt gerade wo ich nochmal ein bisschen mich vorbereitet hatte, noch bei YouTube sind ein paar alte Folgen da noch drin. Wenn man da so sieht, was es damals für Preise gab, also auch für 80 Euro, 100 Euro oder wie auch immer. Man konnte sich halt ja immer für den Wert, den man da erspielt hatte, dann aus einer Farbe sozusagen, es gab glaube ich drei Runden, was kaufen. Ne?
Ja, es gab diese schönen Gewinnpaletten Genau. und es zog anfangs, wusste ja keiner, wie kommt es an in Deutschland, das Glücksrad. Man hat ja noch auf die Schnelle damals im KaDeWe Preise eingekauft und als die ersten Sendungen on air waren, stellte sich der Erfolg raus. Wir hatten ja anfangs in den Kabelhaushalten bis zu 350.000 Zuschauer. Und als es dann frei empfangbar war für jeden, da hatten wir ungelogen bis zu 7 Millionen Zuschauer täglich. Und dementsprechend kamen natürlich die Sponsoren, die standen wahrlich schon Schlange. Und das ging sukzessive so weit, dass auch noch die Süddeutsche Klassenlotterie dazu kam, die dann schlussendlich auch Bargeld ausgespielt hatte. Da gab es auch Porsches Eigenheime zu gewinnen. Ja, Und ich kann genau. mich noch gut daran erinnern, da gab es eine Galasendung von SKL Samstagabends und da hat sich ein Jackpot angesammelt von 650.000 D-Mark. Für damalige Zeiten war das enorm viel Geld. Ja, definitiv, genau. Aber Ja. heute wird ja immer noch irgendwo gequizt. Mittlerweile ist es in der ARD. Egal, ob hier Ja. Kai Pflaume oder hier der Jörg Pilawa, ne? Ja. Die sind da auch gut dabei. Und wenn man heute so denkt, wie es was möglich ist mit den Quiz-App dann noch dazu, Wahnsinn, ne? Eben, eben, eben. Ich meine, das machen die Jungs ja gut. Ich war ja selbst auch schon bei Kai Pflaume zu Gast. Wer weiß denn sowas? Eine wirklich originelle Sendung, die der Kai da ins Leben gerufen hat. Und nicht umsonst hat er gute Einschaltquoten. Und er macht es auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Genau, das war ja aber auch ein Kind, glaube ich, von Sat.1 damals, ne? Der hat auch seine Gehversuche da Kai war gehabt. es auch zu meiner Zeit. Er wurde abgeworben von Fred Kogel. Da war er noch bei RTL mit seiner Sendung Nur die Liebe zählt. Und der Kai hat ja auch dann noch durch die Glücksspirale auch moderiert und einmal krankheitsbedingt hat er keine Zeit, dann hatte ich mal diesen Part übernommen für ihn. Genau. Ja, und dann, wie gesagt, war dann die goldene Schlagerparade. Da waren wir auch in Wiesbaden, sind wir uns auch mal über den Weg Ja, gelaufen noch. Genau. das war Das auch eine war auch sehr immer schöne ganz was Zeit. Großes, ne? Ja, das war eine sehr schöne Zeit. Also wir hatten ja damals alle, die Rang und Namen hatten, Golden Gate Quartett, Temptations, Spider Murphy gerne, Roberto Blanco, Rex Gildo. Und es war witzig, auf der einen Bühne sang Roberto Blanco, auf der nächsten Nazareth, auf der übernächsten Dalia Lavi, Gilbert Bécaud. Also querbeet waren alle bei uns zu Gast und es war eine sehr, sehr schöne Sendung. Ich erinnere mich noch sehr Und gut wenn ich dran. mich glaube noch richtig erinnere, in der Mitte gab es irgendwie noch so eine Bar irgendwo, wo ich da mal getrunken, Ja, ne? wo der Schlussgag immer stattfand, ja. Genau. Thomas Wojtkiewicz hat immer unsere tollen Gags geschrieben. Er hat ja auch damals für Thomas Gottschalk die Texte geschrieben bei Wetten, dass. Und ja, es waren ein paar gewöhnungsbedürftige Gags mit dabei, möchte man mal so formulieren. Genau. Ja, so die Liebe zur Schlagermusik, ist die geblieben oder hörst du ganz was anderes im Normalfall? Ja, ich hatte auch das Angebot bekommen bei hier in München Radio Arabella, wo ich samstags 3 Stunden immer moderiert hatte. Da wurden auch Schlager gespielt. Und Gottfried Smeck fragte mich ja damals auch für Goldstar TV, hättest du Lust für mich zu moderieren? Sage ich, Gottfried, ich sage es ehrlich, ich habe einen anderen Musikgeschmack, aber wenn diese Sendung außerhalb des Studios stattfinden, liebend gerne. Und ich hatte sie alle vor der Kamera, von Helene Fischer über Florian Silbereisen, Bata Illitsch, Costa Cordalis, als er noch lebt. Also es gab damals niemanden, der nicht gefragt worden ist von Frederik Meissner oder auf dem Stammtisch im Weinzelt während der Wiesenzeit hatte Gottfried Smeck immer eingeladen und da waren alle, die Rang und Namen hatten, vor Ort. Genau, und jetzt sagtest du gerade hier Oktoberfest, Ja. da passt ja das jetzt ganz gut wieder dazu, nämlich die Tracht. Tracht, Ja. jetzt 2 Jahre ohne Oktoberfest, wie geht's dir da damit? Mir geht es gut damit, weil ich auch die Zeit hergenommen habe. Seit 2013 gibt es mein Frederik Meissner Trachtenlabel und die Kunden ordern auf der Tracht- und Country-Messe, die in Salzburg zweimal im Jahr stattfindet. Und ich habe das Traditionshaus Lodenfrei als Kunden. Ich habe Kunden aus Rottach-Egern in Salzburg bis nach Italien, Meran,
Hier im Niederbayerischen in Altötting gibt es seit September einen exklusiv Frederik-Meissner-Store direkt am Kapellplatz vis-à-vis von der Schwarzen Madonna im Hotel zur Post. Und habe hier meinen eigenen Laden in der Rumfortstraße 37 in München. Ich bin spezialisiert auf die Herrentracht, sprich Janker, Westen und Lederhosen. Vereinzelt sind auch ein paar Damenbläser mit bei. Weil die Damen halt immer fragen, warum gibt es beim Meissner nicht auch etwas für die Frauen? Und so werde ich das sukzessive auch mit einfließen lassen und aufbauen und anbieten. Mhm. Ja, aber jetzt, wie gesagt, grundsätzlich jetzt hier ohne Oktoberfest fällt in München was, ne? Natürlich, Frank hat sich das bemerkbar gemacht, auch das Traditionshaus Lodenfrei, die um die Zeit immens viele Gäste haben und Kunden haben. Natürlich habe ich es auch gemerkt, es war ein bisschen schwächer als 2019, 2020 und jetzt 2021 zog es ein bisschen an, nachdem man diese Wirtshauswiesen in München eingeführt hat. Und da hat man schon den Zufluss wieder gemerkt, die Leute kamen des Öfteren, haben auch in Tracht geheiratet oder während den Salzburger Festspielen ist man in Tracht aufgetreten und sind des Öfteren die Herren hier im Laden gewesen und haben sich ausgestattet. Mhm. Sehr schön. Wie ist es jetzt bei dir, da du ja jetzt den Laden da hast mit der Trachtenmode und so weiter, bleibt da noch Zeit jetzt für Fernsehen, für Moderation? Ach, Frank, weißt du, ich war jahrelang in diesem Business tätig. Ich habe schon gesagt, von 1984 an bis einschließlich 2018 war ich zugange. Über 10 Jahre auch, länger war ich bei Goldstadt. Im Jahr 2000 begann das ja, nicht 2003. Ich war 18 Jahre lang bei Goldstadt TV, genau. Ja, dann hatte ich ja noch einen schönen Werbevertrag mit der Apothekenumschau. Da wurden verschiedene Sequenzen immer gedreht, beim Schlittschuhlaufen, beim auf dem Frühlingsfest oder Achterbahnfahren etc. etc. Und das war so präsent, das wurde immer kurz vor der Tagesschau gezeigt, diese 30 sekündigen Werbespots oder heute Journal oder bei Günter Jauch, wer mit Millionär. Ja, und immer wieder sprachen mich Leute an, ich habe dich wieder im Fernsehen gesehen. So, das kann nicht sein, das war eine klitzekleine Sequenz, wo du mich bei der Apothekenumschau gesehen hast. Aber das war so präsent platziert und ausgestrahlt. Ja, war auch eine schöne Zeit. Und somit sage ich, ich habe gesagt, ab einem gewissen Alter mache ich Dinge. Ich habe ja vor der Moderation auch einige Fernsehsendungen bzw. Filme gedreht, für eine Thomas-Mann-Novelle oder Derek, ein Fall für zwei oder mit Uwe Ochsenknecht zusammen eine Rocker-Serie, Die Straße. Und in Frankreich hatte ich 3 Spielfilme gedreht. Also ich war da immer umtriebig und es war mir nie langweilig. Und ich habe erlebt, was man erleben konnte. Und ich habe gesagt, ab einem gewissen Alter mache ich Dinge, die mir Spaß machen. Und habe nach 33 Jahren, nachdem ich Trabrennpferde besaß und auch selbst gezüchtet hatte, 2009 mein letztes Pferd verkauft, welches ich noch gezüchtet habe. Dann sagte ich, ich brauche ein neues Hobby. Und so erwarb ich ein kleines Weingut in der Nähe von Bordeaux mit 1,5 Hektar. Und dem nicht genug, ich bin Sternzeichen Zwilling, also brauchte ich noch ein zweites Hobby. Und so saß ich bei Thorsten Otto beim BR in seiner Sendung. Dann fragte er mich gegen Ende des Interviews, ja, was gibt es denn Neues beim Frederik? So, ja, ich bringe jetzt demnächst Tracht für die Männer auf den Markt. War es Lederhosen und so weiter? Sag ich, nein, Janker und Westen. Das war im Juli 2013 und im Februar 2014 war ich mit der ersten 50-teiligen Musterkollektion auf der Tracht- und Country-Messe in Salzburg. Und so ging das stetig aufwärts und ja, die Leute waren zufrieden mit der Frederik-Meissner-Tracht. Liebe zum Detail, schöne Loden, auch die Verarbeitung, sehr, sehr gut. Ich lasse in Ungarn fertigen. Ja, und so habe ich jetzt hier meinen Spaß und kann mich einbringen bei den neuesten Kreationen, wieder ein Modell zu erstellen, Farbe mit einfließen zu lassen. Und da gehe ich total auf und das macht irre viel Spaß. Das glaube ich. Vielleicht komme ich dann auch mal vorbei, spätestens wenn dann nächstes Jahr die Wiesn hoffentlich wieder stattfindet. Wenn die Wiesn ist, genau. Genau.
Und dann bist du natürlich auch in den ja, modernen neuen Medien zu Hause, beispielsweise LinkedIn. Da sind wir uns ja auch, sind wir auch vernetzt. Genau. Und da haben wir wiederum einen gemeinsamen Bekannten kürzlich sozusagen getroffen, den Obststandl Didi, der mit seinem Ja. Obststand an der Uni steht, ne? Ja, der ist jetzt wirklich ein Unikum, ein Unikat, man kennt ihn ja hier in München. Er hat immer das Wetter angekündigt bei RTL regional. Genau. Ja, und irgendwann bin ich vorbeigeradelt beim Didi. Dann fragte ich ihn: Hey, hättest du Lust, einen Janker von mir? Kriegst du einen Janker von mir? Und den hat er immer bei sich im Standl hängen. Und wenn irgendein Fernsehteam wieder kommt, dann zieht er ganz schnell den Frederik Meisner Janker an und er fühlt sich ganz happy damit. Ich zeige dir mal ein kurzes Foto, kleinen Ja, Moment. Da hat er gerade den ja. Bernhard Loos unterstützt während des Wahlkampfs. Jetzt, Ja. das ist der, der, da ist der die. Der Grauhaarige, das ist der die. Und da hat er Also auch einen Janker. rechts davon, rechts dann. Also auf, du Ja, hast gerade auf den genau. falschen gezeigt. Genau. Ja, Ja, nee, habe ich auf aber dem wir wissen falschen Bescheid. gezeigt. Genau. Die Kamera, die ist ein bisschen verwirrend, ja. Die ist genau richtig. Also da sieht es immer ein bisschen anders aus. Genau. Aber Ja, so ja. mit den neuen Medien bist du auch sehr vertraut und nutzt es natürlich auch entsprechend für deine Schaut ja nicht auf Tracht und alles, Instagram. ne? Instagram, Facebook und LinkedIn. Und ich habe auch bei LinkedIn wieder sehr viele Bekannte von früher getroffen. Und da kommuniziert man ja doch des Öfteren miteinander. Ganz genau. Homepage gibt es natürlich auch. Da kann man auch durch draus Ja, drauf. Frederik es Meisner. gibt die private, die www.frederikmeisner.de oder für die Tracht ist es www.frederikmeisner.com. Genau, okay. Also Ja. da drauf schauen, da erfährt man doch schon wieder einiges über Frederik Meisner und natürlich Ja. auch, was so im Laden los ist. Ganz genau. Unter anderem, ja, wenn irgendwelche Festivitäten sind, poste ich das auch gerne auf Facebook oder Instagram und ja, wird gut angenommen. So, und da wir jetzt auch langsam wieder das Jahresende haben, es geht ja jetzt schon langsam wieder auf die ruhige Zeit zu, Ja. beziehungsweise den Jahreswechsel, kann man schon mal langsam wieder fragen, was sind so deine Ziele, Wünsche für die Zukunft? Ja, meine Ziele, Wünsche, dass nächstes Jahr auf jeden Fall wieder, jetzt, ich rede jetzt hier von der Tracht in diesem Zusammenhang, dass nächstes Jahr auf jeden Fall wieder die Wiesn stattfindet und sie wird angeblich laut Herrn Söder und Herrn Reiter stattfinden. Und dementsprechend läuft das Geschäft dann noch besser. Und ja, dass ich weiterhin so kreativ bin und dass ich weiterhin gesund bleibe. Ich bin auch ein bisschen sportlich veranlagt. Bei schönem Wetter fahre ich meine 30 Kilometer mit dem Rennrad. Und ich war ja auch 2016 mit ein paar Kollegen auf den Jakobsweg unterwegs mit Jörg Träger. Der hatte die wahnwitzige Idee, diese Sendung umzusetzen. Und Harry Weinfurt war noch mit bei. Karl Dall war damals unser Reiseleiter und Björn-Hürgen Schimpf. Und als ich dieses Angebot bekam, sagte ich zu Hause zu meinen Mädels: Ihr wisst doch, wie faul ich bin. Ich hole ja schon die Brötchen beim Bäcker, wenn er gerade mal 500 Meter entfernt ist. Da setze ich mich aufs Fahrrad. Als kleines Beispiel. Aber da haben sie gleich unisono gesagt: Das musst du machen, das gefällt dir, das wird sicherlich spaßig. Und so war es auch. Ich hatte mir zwar nach dem dritten Tag gleich ordentlich eine Blase am linken kleinen Zeh gelaufen und wir hatten einen Arzt mit dabei und der hat mich eben versorgt und getaped. Und man kann sich nicht vorstellen, was das für ein fieser Schmerz ist. Aber in dem Moment, du bist so in deinem Ding, ich wollte nicht aufgeben, du schaltest alles aus, du rennst mit Schmerzen bei 35 Grad Hitze oder durch Galizien bei strömenden Regen und du setzt da solche Endorphine frei und du gehst deinen Weg und du wirst ankommen. Ja, und Jörg Träger und ich sind fleißig immer voranmarschiert und haben am Tag bis zu 17 oder 25 Kilometer absolviert. War eine Ja, schöne Erfahrung. das glaube ich, das glaube ich. Ja. Irgendwann mal wieder machen oder war es einmalige Sache?
Ja, jetzt schaffe ich es leider zeitlich nicht, weil ich mich ja doch hier Ja. einbringe. Ich bin fast täglich, ich bin eigentlich im Grunde täglich hier im Laden. Aha. Und so soll es auch sein. Und ich merke, wenn die Tür aufgeht und dann sehen sie, ah, der Meisner ist selber da. Und dann entsteht aus so einem kleinen Gespräch ein nettes Verkaufsgespräch. Kommen dann noch viele Leute auch, die dich dann wirklich dann sagen, ach, hier von Ja, Spitznaut und so aus der Vergangenheit tatsächlich dich einige, ansprechen? die extra angefahren kommen. Ich hätte ganz gerne ein Foto mit dir, dann Autogramm und so weiter. Doch, doch, doch. Das hat sich schon mittlerweile rumgesprochen, dass hier Frederik Meisner seinen Store in der Rumfortstraße 37 hat. Sehr gut, sehr gut. Haben wir doch wieder ein bisschen was erfahren und Ja. ich fand es sehr nett, sehr amüsant, das Ganze. Danke. Würde mich freuen, wenn wir uns wirklich dann mal wieder persönlich treffen. Du Wäre weißt, wo sehr du mich schön. erreichen kannst, wenn du demnächst wirklich nach München kommen solltest. Wenn im Jahr 2022 das Münchner Oktoberfest stattfinden wird, dann lass dich sehen, ruf vorher durch. Das machen wir. Soweit ist es ja nicht. Ich bin in Dann brauchst Reutlingen zu Hause. du noch einen ordentlichen Janker, damit das Bier noch besser schmeckt. Ach so, ja, genau. Richtig. Dann stoßen wir auch zusammen an irgendwo. Genau. Ne? So, sehr schön. Dann sage ich herzlichen Dank den Zuschauern fürs Zuschauen. Dir herzlichen Dank, dass du dabei warst und dir eine gute Zeit, wie schon erwähnt, gesund bleiben. Dankeschön, wünsche ich auch. Bleibt gesund und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Servus.